Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge unseres Let's Play Together Imperium Galactic Survival. Wieder mit dabei die Susi. So, und weiter geht's in die Richtung. Nein, sind wir noch nicht. Ich dachte, wir wären schon im Xerox-Gebiet, aber. Ich bin drin. Ja, ich auch. Xerax, entschuldige bitte. Xerax. Ist ja egal. So, dann müssen wir mal gucken. Spaceport. Ups. So, wie war das? Du hältst mir den Rücken frei? Ja. Weil ich will ja, oder ich habe ja die Aufgabe zu sprengen. Ja, genau. Ich pass trotzdem auf. Ach so, das ist ja das, was sie hier waren, wo wir hier waren. Ja. So, hier war doch irgendwas drinne gewesen, was wir hier reingepackt haben. Achtung. Hat nicht gezählt. Dann ist es das auch nicht. Nö. Denke ich auch. Dann ist es wahrscheinlich die Hauptbase, wo wir das machen müssen. So, zerlegen. Das kommt gleich runtergefallen, ja? Das war beabsichtigt, ja. Aber dann hast du ja nicht im Endeffekt die Dinge, sondern dann hast du ja Blöcke und die wolltest du eigentlich nicht mehr haben. Nein, wenn du einsammelst, hast du keine Blöcke. Okay. Okay. Hier war sogar noch ein Spawner. Ja, den habe ich gerade gesehen. Wieso machst du das nicht? Okay. Na toll. Natürlich auch. So, was waren hier drinne gewesen? Hier waren Pulsgewehr, 2 Stück. Kraftfelder, die nehme ich raus. Ja, nimm alles mit. Nee, dann bin ich wieder voll. Magnesiumpulver, weil ich brauche dieses komische Zeug hier eigentlich nicht. Das sind 3 Salben, aber dann bin ich schon wieder gleich voll. Ja, egal, dann nehme ich dir wieder was ab. Aber das, was wir jetzt erstmal haben, dass wir hier diese wirklich komplett weg haben.
Aber du siehst hier auch keine Xerox mehr, ne? Also das Ding, das Nein, das ist. Ding wurde ja mittlerweile auch als weiß angezeigt. Das Ding hat sich hier erledigt. Das ist ja mal total ab. So, also wollen wir jetzt irgendwie noch uns durchbohren oder wie ist dein. Ich will zu der einen Defense hin. Ja, na So, die irgendeine. markiere ich mir mal. Ja. Oh nein, sollst du nehmen. So, zack, zack, zack und bestätigen, genau. So, jetzt muss ich mal gucken. 500 Meter in die Richtung. Wo bist du denn? Ach, ich sehe dich nicht. Ich habe hier gerade was Richtung gemacht. Süden. Ich bin hier unten. Wo ist denn unten? Unten, da wo wir gerade waren. Aha, aber wenn ich da jetzt runterspringe. Passiert gar nichts. Hast doch ein Jetpack. Genau, so. Bin da. Gehen wir auf Zerlegen oder auf was machen wir das jetzt hier? Bohrer. Auf den Bohrer nehmen wir, okay. Okay. Rohstoffabbau. Ah, ich muss das auch. Schnell komme ich gar nicht hinterher. Wieso war da jetzt gerade ein Loch drin? Nicht zu hoch. Weil ich wahrscheinlich Weil du mir wahrscheinlich unter den Füßen alles weggegraben hast. so, ich bohre jetzt unter dir, damit es nicht zu hoch kommt, ja? Also, damit wir nicht zu hoch sind. Guck mal. Ja, ich will aber eine bestimmte Höhe haben. Ach so, na gut. Dann musst du damit leben. Nicht unter mir buddeln. Komm, ich halt mit der, ich halt frei, ob hier was kommt. Genau. So, knapp 350 Meter noch. Und du willst zu den anderen Ausrufezeichen da oben, ne? Südlich das eine Ding, wo wir gerade drauf zumarschieren. Genau, eine Defense ist das. Es ist ein Stück weiter nach rechts. Nur minimal. Oh, das ist aber knapp an der Oberkante, oder? Da kann man auch. Ich weiß. So, jetzt kommst du direkt drauf zu. Ja. Klasse. Meter, 61, schon wieder drunter durch. Da ist es. Das ist. Ui. Das war gerade so freigelegt. Alter Schwänzki. Halt nicht mehr, nicht mehr. Das ist schon. Oh, guck mal, mit Leiter. Mit Leiter. Wir haben. Ja, deswegen wollte ich das auch freilegen. Ja, das. Ich kenne die Dinger noch mittlerweile, wie sie aussehen. So, mit Leiter. Okay. Defense, okay.
dann. Ist aber eine kleine, ne? Ist nicht so eine große. Ne, die Fans halt. Ja, trotzdem ist er klein. Irgendwo ist hier eine Tür. Ich bin schon am Tür, ich bin schon an der Tür. Ich bin die Treppe hoch und warte jetzt vor der Tür auf dich. Ich höre die Tür immer nur. Ich werde mal meine Schrotze nehmen. Ja, für Nahkampf ist Schrotze besser, hast du recht. So, ich sehe aber immer noch nicht, wo die Tür ist. Da, wo die, ich sagte doch, da, wo die, wie heißt sie, wo die Treppe ist. Ich sehe dich die ganze Zeit mit dem Licht spielen. Komm mal dahin, wo die Treppe ist. Ich bin auf der Treppe. Auf einer der Treppen. Ja, dann musst du zu der... Ja, ich hab's. So, hier ist direkt der Kern, den lassen wir aber erstmal in Ruhe. Okay. Geh am besten schon mal raus. Okay. Achtung. Ja, dann geh ich wieder runter. Nicht gezählt, weil ist noch nicht kaputt. Ist kaputt, hat trotzdem nicht gezählt. Oh, was denn? Das geht, pass auf, das Ding im Hauptgebäude. So, warte mal, ich mach mal eben den Kern kaputt. Okay, warte mal, dann komme ich mal hoch oder auch nicht, keine Ahnung. Gut, Kern ist weg. Okay. So, das ist jetzt das Einzige, das gibt jetzt hier... Ups, jetzt bin ich hier runtergestürzt. Achso, bauen wir gleich ab, ja? Ja. Wir gehen auf Zerlegen. Na, jetzt bin ich runtergestürzt. Ach, Mann, ey. Guck mal, unser Kumpel. Ja. Da hinten ist noch eine Treppe, glaube ich. Da hinten war eine Treppe. So, Licht. Mal gucken, was hier alles noch Schönes ist. Gar nichts mehr. So, das war's. Mehr gibt es hier nicht. Das ist aber... Doch, hier gibt es noch einiges. Wo denn? Ich sehe nichts. Wollen wir die zweite Defense nehmen? Oder die Drohnenbase? Oder die dritte Defense? Lass uns nehmen, was in der Nähe ist, und dann gehen wir da wieder zu Fuß hin oder mit dem Bike? Moment, ich markiere sie einfach mal. Ich habe übrigens
Ein T2 Sturmgewehr, ja, nur mal so nebenbei erwähnt. Eisenerzlager 995 Meter. Das heißt, wir gehen erstmal kurz ein Stück zu Fuß. Ja, und dann raben wir Oder uns da. fahren mit dem Fahrrad. Mit dem Motorrad meine ich. So bis auf 400 Meter ran. Und ich habe mich festgefahren. Wär's. Ein Wrack. Okay, mit dem Multitool kann ich nichts dran machen. Da ist was drin. Ja, wahrscheinlich ein Kern. Nein, ein Teleporter. Ah, okay. Musst du den nicht erst außer. Aber der Teleporter ist doch hier hinten, guck mal. Was ist denn das? Ich sehe das so schlecht, weil es dunkel ist. Guck mal, hier ist doch wieder so ein Hoover oder was das ist, oder? Ja, wenn's geht, bau ab. Aber das kann man fliegen. Kannst du es wirklich fliegen? Ich habe gesagt, da steht, man kann es fliegen. Golderz, Zement und Siliziumerz. Das nehme ich da erstmal raus. Muss dieses Tier da in Augenschein nehmen, sonst beißt es wahrscheinlich auch noch. Also das Ding kann ich aus irgendwelchen Gründen nicht zerlegen hier. Okay. Und ich sehe hier auch keinen Kern. Ich vermute mal, da ein Teleporter drin ist, dass wir den irgendwann brauchen werden. Okay, dann bleibt das stehen. Das ist ja kein Problem. Hier ist übrigens ein Kern. Der muss aber kaputt sein, sonst dürfte ich das eigentlich gar nicht abbauen, doch, oder? Ach, Tier, du machst mich ganz nervös. Geh mal weg hier. War von irgendeiner kaputten Fraktion. Okay. Noch nicht mal zerkratzt das Ding. Ich glaube, du musst die Hauptbase von denen mit den Dings nehmen. Gut, dann gehen wir jetzt da hoch in die Richtung. Da ist noch ein Raumschiff, oder war es das, was ich auseinandergenommen habe? Was ist denn das hier? Bist du denn? Ach ja, ich gucke einfach. Nee, das ist ein Stein. Irgendwie zeigt er mir ein Raumschiff an. Und wenn du oben guckst in der Leiste, in der kleinen Map, dann sieht man da ein Raumschiff. Ja, das ist dieses Wreckage, wo mit dem Teleporter drin. Ach so, okay. In 92 Meter Abstand jetzt. Okay. So, wir müssen da lang. Wir müssen da lang, aber pass auf, die sind in Schussweite schon. Ah ja. Ja, Gut, wir ich hab. müssen jetzt gleich irgendwie, denke ich mal, nach unten. 170 Meter. Oh ja, da sind sie. Pass ich hier aber auf, dass sie uns nicht hinterherkommen.
90 Meter Abstand. Noch 50 Meter. Wir müssten eigentlich drüber sein. Gerade mal so eben, ja. Mal gucken, wie das geht. Wie war das? Du hältst mir den Rücken frei und ich mache wieder das Spielchen wie eben. Alles gut, ich habe mal was probiert. Alles gut. Ja, genau. Treppchen, wie geil ist das denn? Ich mag die durch die Treppe drauf, das gibt's doch gar nicht, sag mal. Ganz ehrlich sagen, ich sehe hier Gack. Das ist so dasselbe Ding wie vorhin. Ja. Ich mach's trotzdem wieder auf die gleiche Art wie vorhin. Okay, warte, dann werde ich hier das Ding hier looten. Kannst du gleich machen. Mach gleich Bumm. Okay, jetzt ist still. Jetzt ist ruhig, meine ich. Ja, Auftrag erledigt. Ach was, das war das Ding? Das ist ja klasse. Eine Schrotze. Na, sag mal, gehst du mal weg hier? So, dann zerlegen wir den ganzen... Kann man nicht zerlegen. Ach so. So, jetzt können wir zerlegen. Jetzt können wir zerlegen, genau. Ach ja. Ja, jetzt habe ich mir wehgetan. Toll. Wie hast du das schon wieder gemacht? Ich bin runtergesprungen. Warum machst du denn sowas? Ja. Keine Ahnung. So, Flugspulen haben wir aber nicht gekriegt, ne? Ich befürchte nicht. So, okay. Das wäre dann dieses Ding, okay. Das heißt, die Defense haben wir beseitigt. Alle? Komplett? Zwei von drei. Zwei von drei, ne? Dann haben wir ja noch eine. So, als nächstes kommen die Drohnenbase. Denn scheinbar... bauen die das nach einer gewissen Zeit wieder auf. Das ist okay, dann haben wir wieder was zum Looten. Was hast denn du alles an Zeugs da? Könntest du mir eventuell was abnehmen? Ja, dann gucken wir doch mal. Glas habe ich. Wunderprächtig. Glas hast du? Hast du Motoren? Nein, Elektronik habe ich, mechanische Komponenten habe ich.
Elektronik hier, kannst du haben. Mechanische Komponenten habe ich auch hier, bitteschön. Das ist schon mal ganz. Stahlplatten hätte ich ein paar frei und Titanplatten hätte ich auch ein paar. Titanplatten hier. Wo habe ich denn jetzt das Gewürz her? Das ist ja unglaublich. So, ich habe noch ein zweites Sturmgewehr TS. T2 Solitium. meinst du? Schotter? Schotter habe ich. Habe ich Schotter? Nein, ich habe. Doch, Schotter habe ich auch. Hier, bitteschön. Hast du Schotter? So, dann habe ich noch eine Reihe, zwei Reihen frei. Das kann ich denn noch looten. Hast du Ich habe, Stahlplatten? ja, aber wie gesagt, da kann ich nur noch 1400, 1300. Dann ist gut, dann ist gut. Kobaltbarren habe ich zum Beispiel. Ich habe Siliziumerz, ich habe Magnesium. Nanoröhren? Nanoröhren habe ich diesmal. Ja, gib her, die nehme ich dir jetzt ab. Komm her, gib her. Falsche Taste. Ja, das war's. Mehr mache ich Mechanische nicht. Komponenten? Die habe ich dir doch gerade alle Ach gegeben. so, Computer? Ja, aber die gebe ich dir jetzt wieder, weil dann habe ich tatsächlich noch ein Plätzchen frei. So, mehr gibt's nicht. Aus der Gut, Maus. alles gut. 2,5 Reihen frei, das ist in Ordnung. Ich habe zwei Reihen frei. Das reicht. Da kommt das ist okay. Ja, Und wenn nee, nicht, ist machen gut. wir wieder was irgendwo da rein und dann ist gut. Was bist du denn hier So, dann eigentlich? markiere ich mal das nächste Ziel. Ja. Ach, ein blödes Ei will ich nicht. Das nächste Ziel ist dann die Drohnenbase. Ich Ja. meine, die haben wir schon mal zerlegt gehabt. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Die Drohnenbase mit Sicherheit glaube ich nicht. Was steht denn da hinten? Guck mal, da hinten ist doch ein Gebäude. Was ist denn das? Guck mal hier. Hier lang. Guck mal, können Das wir ist da. die Drohnenbase, ja. Ja, da können wir doch hinlaufen, beziehungsweise hier uns Pass durchbewegen. auf, da kommen die ganzen Drohnen. Das sind 500 Meter. Ein Stück dichter ran und dann unterirdisch. Ach so, ich bin jetzt schon unterirdisch gelaufen. Okay. Ich denke mal so auf 400 Meter und dann gehe ich in den Untergrund. Die werden ja wohl keine Droh. Oh, da kommt schon einer. Da kommt schon was, siehst du? Da, Weiß die werden ich, hatte ich vermutet. keine Drohne hier durchjagen, oder? Nein, die Drohnen kommen hier nicht durch. Meter. 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 Aber weißt du was? Die Basis oder die Drohnenbase erreichen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Und uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!